Hey, willkommen zurück. Wir sind hier mit der 6. Folge von FutureNet und in dieser Folge wollen wir versuchen, Isabella Tong aufzutreiben. Isabella Tong ist die Person, die im 2. Dossier erwähnt wird, das Ellie uns zur Verfügung gestellt hat. So, und ja, schauen wir uns das auch einmal kurz an. Miss Tongs Fähigkeiten in ferngesteuerter Telechirurgonomie waren für die Church of Amok über Jahre hinaus von großem Wert. Amoks, oh Gott, ein Deppenapostroph, Lehren und ihre eigenen Studien hatten viele Gemeinsamkeiten und sie unterstützte uns bei den Indoktrinierungsexperimenten. Ihr Fall wurde nur geöffnet, weil sie seit 2 Monaten nicht mehr in ihren regulären Treffen teilgenommen hat. Sie ist noch nicht bezüglich subversiver Machenschaften gegenüber der Kirche überprüft worden. Wie auch immer läuft die Observierung. Da wurde however sehr fluide übersetzt, ja. Also, bekannte Pseudonyme Madame Lavo. Madame Lavo kommt mir irgendwie bekannt vor. Weiß ich jetzt auch nicht. Egal. Isabella Tong, gut. Außer diesen Pseudonymen haben wir irgendwie keine Hinweise darauf, wo die sich aufhalten könnte. Ich schlage einfach mal vor, dass wir, ja, ich springe erstmal zu den Education Centers. Ich meine, wir können jetzt ja auch Orte betreten, die wir zu Beginn nicht betreten konnten. Das heißt, gehen wir erstmal hier ins Educo. Klingt fast wie Educho. Ja, gucken wir mal einfach da rein. Gut, also, ich denke, wir müssen einen neuen Rang nehmen. Wir brauchen 600 Millionen Dollar. Ist das das Netbucks-Zeichen? ID-Card, okay. Wow, zum ersten Mal mit einem Item interagiert. Das ist ja krass. Schade. Okay. Dann gehen wir mal zu Academico. Und da sehen wir auch wieder unsere unglaublich schnelle Laufanimation. Aber es ist... also ich finde trotzdem, dass es irgendwie... cool aussieht, also das ist wirklich, also es hat Style, das Spiel, auf jeden Fall. Man muss ihn ja nicht mögen, aber es sieht, ich finde, das hat einen echt coolen Look und sowas Organisches, also es wirkt wie aus einem Guss, das ist wirklich gut gemacht. So, Academico, bitte nicht abstürzen. Okay. Das sieht irgendwie kaputt aus. Niemandem ist der Zutritt zum Ak- Okay, man kann hier nichts machen. Ja, schade, dann war es das wohl mit. Also hier scheint sie nicht zu sein, oder ich habe jetzt irgendwas übersehen. Da waren wir eigentlich in allem. Ach, da können wir noch mal kurz in die in dieses Midi-Center gucken. Ich meine, bei Super Game Co. waren wir ja schon. Und die Dinger hier, gut, das waren ja so Wege, die noch gebaut werden mussten. Ich glaube nicht, dass die jetzt fertig sind. Oh, schade. Ja, das klingt wieder danach, als ob wir da nicht rein können, aber schauen wir mal. Dies ist kein gültiger Bildungsverweis. Leb wohl. Was ist das denn? Also, ich habe auch das Gefühl, dass auch hier wieder die Übersetzung nicht ganz spot on war, aber... bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich springe jetzt mal zum Post Office. Wir schauen mal wieder nach, ob Zippy... vielleicht haben wir ja irgendeine Form von Posthinweis oder so. Lieb wohl. Ist echt geil. Hallo. Wieder da? Ja. Unglücklicherweise habe ich keine Mail für Sie. Es tut mir wirklich leid. Ich finde das irgendwie sympathisch. Also so ein wirklich immer liebes und sich einschleimendes Programm, das gibt mir ein gutes Gefühl. Es ist okay, Zippy, du musst dir keine... Nein, vielleicht hat er ja irgendein Gerücht mitbekommen. Nun, ich bin nur der Post Office Nobot. Nach ihrem Gespräch mit Dewey erwägt die Regierung, ihn abzuschalten. Meiner Meinung nach hätte man gar nicht erst einschalten sollen. Er war nur halb fertig. Wer würde ein fehlerhaftes Programm in der Öffentlichkeit verteilen? Das ist verrückt. Ein abgekartetes Spiel. Und die andere Frage ist, es gibt eine Regierung? Wieso kümmern die sich nicht um mich? Ich bin kurz davor zu sterben. Ja, da gibt's noch was. Oh.
Ich habe gehört, es gab einen Unfall in der Turing-Inquisition. Oh. Die Note ist heruntergefahren. Sie denken, es ist ein Virus oder etwas in der Art. Es klingt ziemlich nach Howard, dem Hacker. Aber wenn Sie mich fragen, ich bin nicht traurig darüber. Die haben wirklich kaum etwas, was mir gefällt. Hm. Das waren wir... Nee, vielleicht ist danach ja was passiert. Ich meine, als wir da rauskamen, war noch alles okay, oder? Hm. Nein, das ist alles, was ich gehört habe. Aber wenn Sie später erneut vorbeikommen, weiß ich vielleicht mehr. Bis dann. Mach's gut, Sippy, danke. Ach, Sippy ist ein Netter. Ja, okay, dann, Börse ist ja noch geschlossen, denke ich. Springen wir mal zu der Pyramide. Okay. Die Church of Amok. Das Fireball Network. Illumination. Da ist doch dieser Chi-Typ, oder? Von dem Björn geredet hat. Ah! Die Psychic Note. Psychic Note, da haben wir eine Einladung bekommen. Von dieser Cloud-Frau. Vielleicht ist das ja Madame Lavoe. Das klingt doch schon nach so einem Psychic-Kram, oder? Legen wir mal die Eintrittskarte rein. Fühlen Sie sich wohl und bereit? Wohl fühle ich mich nicht, aber ich bin trotzdem bereit. Die Einsicht des Momentes ist so wertvoll wie 1000 Stunden der Überlegung. Mhm. Hallo? Achso, muss man klicken. Sie wollen Wissen erwerben? Woher soll ich wissen, ob das stimmt? Weil Sie hierher gekommen sind? Ja. Nur jemand, der Wissen sucht, kommt zu Madame Lavoe. Wie kann ich Ihnen helfen? Jetzt ist Madame Lavoe, jawohl. Ich habe einige Fragen. Ein Psychic Reading wird alle Ihre Fragen beantworten. Ich suche aber eine Person. Dann wollen Sie also eine Lesung. Die Lesung wird all Ihre Fragen beantworten. Sie wird das Fehlende finden und viele Geheimnisse lüften. Sie sollten es versuchen. Ich habe ja mal wirklich bei Astro TV angerufen. Die haben das auf jeden Fall sehr nah umgesetzt. Die haben das ja im Prinzip vorausgesagt, falls es das nicht damals sowieso schon gab. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ach komm, warum nicht? Was soll's? Ausgezeichnet. Machen wir eine Evaluation. So, ich lege meine Hand auf den Bildschirm. Boah, ist ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Das Auflagepad. Ist das für Riesenhände oder was? Hört das auch auf? Okay. Nein. Fehler. Da scheint es ein Problem mit dem Scanvorgang zu geben. Bitte legen Sie nochmal Ihre Hand auf den Scanner. Wozu braucht man das FutureNet, wenn es wirklich alle schlechten und guten Dinge, die die wirkliche Welt zu bieten hat, nochmal in abstruser Form abbildet? Jetzt bekomme ich ein klares Bild. Sie suchen jemanden, stimmt? Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Was für ein Scam. Die Person, die Sie suchen, hat etwas, was Sie brauchen. Etwas, das für die Beendigung Ihrer Mission wichtig ist. Sagt Ihnen das was? Ja. Der, den Sie suchen, ist ganz in der Nähe. Ich bin viele Leute. Ich kann die Schwingen des Phönix sehen, die Beine einer Schlange, das Feuer eines Drachen. Nein, oh warte! Sehe einen Kreis. Einen Kreis von... Nein, einfach einen Kreis. Der Kreis. Wissen Sie, was ich meine? Ja klar, die Organisation. Dann sind Sie wegen des Protokolls hier? Wahnsinn, jetzt kann sie nur konkrete... Egal. Natürlich möchte ich auch gerne wieder weitere Infos haben. Okay, Pilger. Ein Teil des Protokolls gehört Ihnen. Yes! Das war ja überraschend einfach. Die Transfer ist komplett.
Jetzt ist es an der Zeit, für Sie Ihre Aufgabe weiterzumachen. Bevor Sie gehen, noch ein Rat. Seien Sie sehr vorsichtig. Nichts ist wie es scheint. Ihre Wahrheit ist ein Schatten der größeren Wahrheit. Das kann trügerisch sein. Sie sollten sofort Mohammed Ching in der Illumination Note aufsuchen. Ellie hat Ihnen bestimmt von seiner Rolle in Ihrem Plan erzählt. Er wird Ihnen helfen, Ihren Weg zu finden. Jetzt ist es Zeit für Sie, Ihre Reise fortzusetzen. Es steht viel auf dem Spiel, also sollten Sie vorsichtig sein. Unsere Wege müssen sich jetzt trennen. Auf Wiedersehen. Möge das Schicksal gut zu Ihnen sein. Danke. Ja, dann, sollen wir Mohammed Chin direkt besuchen? Komm, was machen wir noch, oder? Illumination. Also Mohammed, es ist aber komisch, der wurde jetzt von beiden, von Björn und von Madame Lavaux oder Isabella erwähnt, aber Ellie hat nichts über den gesagt. Ich vertraue hier gar keinem, ehrlich gesagt, das ist doch alles kranke Scheiße. Oh, eine textbasierte Kommunikationsoberfläche. Okay, dann würde ich vorschlagen, lesen wir erstmal am schwarzen Brett. Übrigens hier, ist Festplatte der Illumination ist mit dem Laufwerksbuchstaben C versehen. Das finde ich gut. C wie Jesus Christ. Oh, nee, 4. Plauder mit Chin. Das wollen wir doch. Willkommen zum Chat mit Chin Service. Dieser Service ist für Leute entwickelt worden, die es selber herausfinden wollen. Ja komm, ich melde mich mal an für ein Gespräch. Er hat zugestimmt? Hallo, ich bin Mohammed Chin. Ich verstehe, dass Sie mit mir sprechen wollen. Ich bin immer daran interessiert, das Wissen, da fehlt ein Komma, das Wissen der Leute zu erweitern. Bitte verzeiht mir, dass ich ein Grammar-Nazi manchmal bin. Bitte scheuen Sie sich nicht, mich zu fragen, was Sie wollen. Das werde ich nicht. Sollen wir auch mal... Ich glaube, mit der Tür ins Haus für eine Taktik bin ich bislang schon gut gefahren. Das mache ich jetzt wieder. Also, was wissen Sie über den Kreis? Der Kreis ist eine Untergrundorganisation, die von Mitgliedern der Kirche von Amok gegründet wurde. Offensichtlich ist dieser Amok, sofern er überhaupt existiert, eine skrupellose Person, die es darauf abgesehen hat, das FutureNet zu kontrollieren, indem er Fehler in den Avatar-Algorithmus einbaut. Seine Absichten kann man leicht durchschauen. Ich habe mit der Anführerin des Kreises gesprochen. Als wir das letzte Mal miteinander geredet haben, sagte sie mir, dass sie mir jemanden schicken würden, mit dem ich sprechen solle. Bist du dieser jemand? Warte mal, sie hat ihm gesagt, dass sie mich schicken würde, aber warum hat sie mir das nicht gesagt? Vielleicht meinte sich jemand anderen. Vielleicht sollte ich dem Typen gar nicht sagen, wer ich bin. Ich glaube, ich... Nein, doch, ich sage ihm, dass ich das bin. Komm, vielleicht, ich glaube... Was soll er machen? Da wird schon nichts passieren. Dann bist du also der Bote. Du bist der, den Ellie vor den Angriffen Amoks gerettet hat. Dann bin ich das ja doch. Du bist da in Dinge hineingeraten, die größer sind als du und ich zusammen. Es tut mir leid, dass du da hineingezogen wurdest, obwohl, wenn man es philosophisch betrachtet, gab es in allen Revolutionen Unschuldige, die dort einfach hineingeraten sind. Sie haben immer ihre Schachfiguren. Ich sollte das wissen. Welche Beziehung hast du denn zum Kreis? Die Glauben des Kreises und meiner sind sich ziemlich ähnlich. Nun, eigentlich Ellies und mein Glaube. Ellie ist das einzige Mitglied des Kreises, mit dem ich jemals gesprochen habe. Aber ich bin sicher, das weißt du längst. Sie hat dir sicher etwas über mich erzählt. Und darüber, wie sie auf den Plan gekommen ist, oder? Hä? Oh mein Gott. Sage ich Mohammed Chin die Wahrheit? Ja. Das ist komisch. Ich frage mich, warum sie dir nichts über mich erzählt hat. Für mich bedeutet der Plan wirklich viel. Falls es dir nichts ausmacht, ich habe noch einige andere Verabredungen, die ich einhalten muss. Bevor du gehst, hast du noch andere Fragen? Das sind keine Fragen, aber es ist alles so verwirrend. Du weißt noch nicht einmal die Hälfte davon. Ich möchte dich nicht noch mehr durcheinander bringen, aber es gibt noch eine größere Bedrohung. Ich habe Beweise dafür, dass die Greys versuchen, alles zu kontrollieren, aber das hat keinen Einfluss auf dein Handeln. Genug ist genug. Du solltest jetzt gehen. Die Greys? Ich werde später wieder für dich da sein. Bevor du gehst, sieh dir doch einige unserer Schriften an und was wir von der Illumination zu sagen haben. Wenn du gegangen bist, komme nicht wieder. Das könnte verdächtig wirken. Ich werde dich aufsuchen. Sei vorsichtig, du machst wirklich gefährliche Dinge. Und weg ist er. Also, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Finde es tatsächlich super strange, dass Ellie mir nichts verraten hat, aber er viel geredet hat und irgendwie... Nun gut, was soll's. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle
und werden dann in der nächsten Folge genau hier weitermachen. Okay? Alles klar. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao.